willst wissen, was dann später noch geschah. Wenn ich nur wüsste, Freund, worauf du da hinaus willst. Die anderen blieben, wie gesagt, noch etwas da. Doch sagten sie, verstünden schon, wenn du nach Haus willst. Als du fort warst, griff noch wer zum Saxophon. Und ein anderer schmiss für alle eine Runde. Oder zwei, vielleicht auch vier, wer weiß das schon. Das war natürlich erst zuvor gerückter Stunde. Ach, und eine kleine Sache hätt ich glatt über all dem Trubel beinahe vergessen, dass unsere Kellnerin sich ausgezogen hat. Doch das ist sicherlich für dich nicht von Interesse. Ja, die Kellnerin, die Hübsche, deren Haar ihr bis zur Taille reichte, wenn nicht gar zur Hüfte, die jedes Mal, wenn sie an unserem Tische war, dich ganz auffällig mit großen Blicken prüfte. Ja, genau, die noch gefragt hat, wie du heißt. Und die sagte, dass du fortgingest, sei schade. Aber das sagen diese Service-Leute meist. Und wenn sie merken, dass wer auf sie steht gerade. Ach, du stehst gar nicht auf sie, ja, dann ist gut. Und ich dachte schon, dass ich dich schrecklich quäle. Ich weiß ja selbst, wie weh die Sehnsucht uns oft tut. In jedem Fall ist's besser, wenn ich nichts erzähle. Du willst es wissen, wie gesagt, die Frau hat sich, als der Tag schon nahte, nackig ausgezogen. Das ist die Wahrheit, aber zu behaupten, ich wäre dabei gewesen, das wäre gelogen. Sie befreite sich von allem, was sie trug, und zwar Stück für Stück allein in ihrem Zimmer. Danach schlüpfte sie in ihren Schlafanzug und dann ins Bett, so macht sie das wahrscheinlich immer. Mein Freund, die spannendsten Ereignisse vollziehen sich stets dann, wenn wir sie nicht mit Augen sehen. Was uns bleibt, ist die Gewissheit immerhin, dass sie ja gleichwohl, wenn auch ohne uns, geschehen.